Es gibt einige Dinge, die du für mich erledigen musst. Dinge, die du nicht verstehen wirst und die du nicht verstehen willst. Aber bitte, begehe nicht dieselben Fehler wie einst ich. Mein Vater Howard verließ mich, bevor ich geboren wurde. Als meine Mutter starb und ich kurz nach ihrer Beerdigung einen Brief erhielt, schien mein Schicksal besiegelt. Blind tat ich das, was zu tun ich als richtig glaubte, aber dies war ein Trugschluss. Des Menschen Natur besiegelte meinen Untergang. Mein Name ist Philipp. Wenn wir Glück haben, dann bin ich bereits tot, während du diesen Brief liest. Doch wenn das Schicksal zuschlägt, dann gehen wir alle zugrunde. Frictional Games. Penumbra im Halbschatten. Episode 1. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, ihr Lieben. Beziehungsweise zu einer kompletten Let's Play-Reihe. Denn ich werde auf diesem Kanal nacheinander erst alle Penumbra-Spiele, danach alle Amnesia-Spiele und danach Soma spielen. Also nacheinander alle Spiele von Frictional Games, die aufeinander aufbauen. Und in diesem Sinne sage ich herzlich willkommen zu Teil 1 zu Penumbra Overture oder Penumbra im Halbschatten, wie es im Deutschen heißt. Meine Geschichte begann im Februar 2000. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, war es das erste Mal überhaupt, dass ich von ihm hörte. Er ist tot und Briefe aus dem Jenseits zu schreiben scheint wohl eine vererbte Gewohnheit in unserer Familie zu sein. Der Brief beinhaltete einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte dem Tod wohl schon seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag, dass er kommen und ihn holen würde. Ohne weitere Erklärungen wies der Brief auf eine Bank in Mayfair hin, von der ich noch nie etwas gehört hatte. In der Bank war ein Schließfach angemietet, eingetragen auf den Namen meines Vaters und meinen. Er wusste natürlich, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Ich fand heraus, dass auch wenn er vor über 30 Jahren für tot erklärt wurde, der Inhalt der Box, ein altes Buch sowie eine Handvoll Notizen, seit seinem Tod rein rechtlich gesehen mir gehört. Die Anweisungen meines Vaters waren klar verständlich. Ich sollte die Dokumente verbrennen und keine weiteren Fragen stellen. Aber genau das war sein Fehler. Denn natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Die Universität, an der ich lehrte, war für zwei Sachen bekannt. Physik und Linguistik. Ich war mir der Physik zugewandt, aber aus sprachlicher Sicht war ich über meinen Fund mehr als verblüfft. Das Buch konnte ich nicht entziffern. Aber die Notizen wiesen auf einen unbewohnten Ort irgendwo im Norden Grönlands hin. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gekostet, meinen allerletzten Flug zu buchen. Als ich von Heathrow abflog, wurde mir erst richtig bewusst, dass mein Vater vor 3 Jahrzehnten verschwand. Fast auf den Tag genau, an dem ich mich nun auf seine Spuren begebe und alles Bekannte hinter mir lasse. Wir landeten auf einer nicht sehr breiten Eisfläche und ich quartierte mich auf einem gecharterten Boot ein. Eine 12-stündige Reise zurück in meine Vergangenheit sollte nun beginnen. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen. Nützliche Dinge kann ich mittels Maus links aufnehmen und mit Maus rechts genauer betrachten. Ich bin mir sicher, dass diese Karte bereits seit einem Jahrzehnt veraltet ist, aber die Landschaft verändert sich nicht allzu schnell in solch entlegenen Orten wie Grönland. Deshalb werde ich mich schon hier zurechtfinden. Ich glaube übrigens, mit dem Licht stimmt was nicht. Und das liegt vermutlich an der Bloom-Einstellung. Die mache ich mal ganz kurz aus. Ja, viel besser. Ein guter Wissenschaftler hält immer Papier und Stift bereit. Man kann nie wissen. Nehmen wir das Buch doch mit, würde ich sagen.
Sehr nützlich, so ein Notizbuch, in das man wichtige Informationen und Erinnerungen schreiben kann. Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe in die Schublade neben dem Bett gelegt. Diese kann ich öffnen, indem ich Maus links benutze, die Maustaste gedrückt halte und die Maus dabei bewege. Wow. Das ist schon mal cool. Ah, ich kann also wirklich die Gegenstände anfassen und hier hin und her schubsen. Das ist echt cool gemacht. Also ich muss aktiv wirklich die Maus nach vorne und hinten ziehen. Und da haben wir die Taschenlampe. Die Taschenlampe kann über das Inventar ein- und ausgeschaltet werden oder mit Hilfe der Abkürzungstaste F. Nun, wo ist dieser Leuchtstab? Er müsste eigentlich noch im Spind sein. Der Schlüssel dafür befindet sich in meinem Inventar. Da ist der Spind, also ab ins Inventar. Ah, Doppelklick. Gut, dass ich meine Taschenlampe griffbereit habe. Dieses Land scheint sich in immerwährendem Zwielicht zu befinden. Einige Zusatzbatterien, mit denen ich meine Taschenlampe füttern kann. Das könnte nützlich sein, falls die Batterien der Taschenlampe zur Neige gehen. Ich kann über mein Inventar darauf zugreifen oder aber über das entsprechende Tastenkürzel G. Das sollte alles sein, was ich brauche. Ich möchte mich noch auf den Weg machen, bevor es dunkel wird. Ich gucke mich trotzdem noch ein bisschen um hier. Oh, ein Haigebiss. Krass. Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe, da will ich noch ran. Na, sieh mal eine an. Liebesbrief der Frau eines Fischers. Mein liebster Eric, ich schreibe dir diese Zeilen, bevor du wieder die Segel setzt und mich erneut allein lässt. In der Kiste am Fußende deines Bettes liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnd in Schichten schlafen müsst. So werdet ihr auf lange Sicht keine Erholung finden. Aber was weiß die Frau eines Fischers schon vom rauen Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Bitte bleib nicht wieder 5 Wochen weg wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzhosen habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn zu machen scheint. Du wirst sie sicher bald schon mit öligen Fischinnereien beschmutzt haben. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Henriksons aus dem Dorf wollten wissen, ob du ihnen ein paar Forellen mitbringen könntest. Ich sagte ihnen, dass momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du doch welche fangen solltest, behalte sie und lege sie auf Eis. Ich werde sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten, um deine Rückkehrgebühren zu feiern. Der Kapitän braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um bei Laune gehalten zu werden, nicht wahr? Pass auf dich auf, mein Schatz. Aha. Ich habe dir etwas in die Kiste getan, was dich an mich erinnern soll. Meint ihr den Alkohol oder was? Ist das eine Trinkerin? Oder redet die von einer anderen Kiste? Ah, cool. Ich kann mich sogar ducken. Kann ich auch springen? Springen kann ich auch. Ja, dann gehen wir mal raus, bevor es dunkel wird, würde ich sagen. Noch während ich vom Boot stieg, um mir meinen Weg durch den schneidenden Schneesturm zu bahnen, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einzig und allein vom Wunsch erfüllt war, mehr über meines Vaters Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Noch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde, doch bald schon würden sich all meine Bedenken als gerechtfertigt erweisen. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verlor. An die Eiseskälte und die Angst vorm Erfrieren kann ich mich jedoch noch sehr gut erinnern. Ich musste irgendwo Schutz suchen, und zwar schnell. Es ist so kalt und ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich brauche eine sichere Zuflucht. Boah. Boah. Meine Ohren fühlen sich schon ganz taub an, aber ich kann den Wind immer noch laut heulen hören. Oder ist das vielleicht ein Tier in weiter Ferne? Wenn ich klicke und Interaktionstaste drücke, dann sollte es mir gelingen, den Stein aufzuheben. Die Kälte hat mich zwar geschwächt, aber ich kann immer noch Dinge werfen, indem ich Maus rechts betätige, solange ich etwas in der Hand halte. Ah. Schwupp.
Boah. Aber ich sollte eine Zuflucht finden. Was zur Hölle ist das? Egal, ich benötige dringend eine sichere Zuflucht. Schaut aus wie zugefroren, verdammt. Ich brauche etwas, mit dem ich das Eis aufbrechen kann. Tiefgefroren, ich muss das Eis zerbrechen. Ja, dafür brauche ich jetzt wohl die Steine. Und das Geräusch gerade hörte sich gar nicht schick an. Wenn ich Interaktionsmodus benutze, kann ich den Stein zielsicher werfen. Ah! Hoffentlich ist das nicht auch von innen zugefroren. Bin zu schwach, aber wenn ich den Interaktionsmodus benutze, sollte ich das Rad leichter drehen können. Das hat sich doch ganz gut angehört. Ja. Dann nicht... Boah, hört ihr das? Nichts wie rein da. Herrje, mein Kopf. Ein Wunder, dass ich diesen Sturz heil überlebt habe. Dem Himmel sei Dank. Obwohl, wenn ich mich hier so umschaue, wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Ein schweres, hölzernes Fass. Da könnte alles Mögliche drin sein. Leere Munitionskisten. Was ist das nur für ein Ort? Eine Metallstange. Ah. Leuchtsignal. Sie klemmt, irgendwas blockiert den Weg. Oh, diese Musik, ey. Noch ein Leuchtsignal. Was haben wir hier? Mal schauen. Ich kann diesen Hammer schwingen, indem ich Maus links gedrückt halte. Ich kann ausholen, indem ich die Maus nach rechts und sogleich wieder nach links bewege. Natürlich funktioniert das auch umgekehrt. Bewege ich die Maus nach hinten und schnell wieder nach vorne, führe ich einen Stoß aus. Ich schätze, wenn ich Maus rechts gedrückt halte, kann ich mich umschauen, während ich eine Waffe in der Hand halte. Aha. Achso, da oben sind auch Quickslots. Ich pack mal... Eisenstange auf 1, Hammer auf 2. Bäh, dieser Effekt ist echt fies, wenn ich die Maustaste drücke. Diese Regale sind genauso alt wie alles andere hier. Konnte gut möglich sein, dass dieser Ort seit 50 Jahren keine menschliche Seele mehr betreten hat. Was haben wir denn da noch? Kann ich mir nicht angucken. Da ist irgendwas hinter. Dieses hölzerne Regal fällt langsam aber sicher auseinander. Kann ich das kaputt hauen? Kann ich das wegschieben vielleicht? Was ist denn da unten rausgefallen? Wow. Was ist das für ein Erdbeben? Das schaut aus wie eine Art Mechanismus mit einem Loch in der Mitte. Allerdings sehe ich keine Möglichkeit, das Ding zu bedienen. Ich habe ja noch die Eisenstange. Yes. Boah, dass man immer die Maus so weit drehen muss, ey. Oh yeah.
Ich habe keine Ahnung, wohin dieser Gang führt oder was dort unten auf mich wartet. Aber da ich nicht verhungern will, ist dies meine einzige Möglichkeit zu überleben. Vielleicht hat dieser Ort auch etwas mit meinem Vater zu tun. So begab ich mich also hinab in den dunklen Tunnel. Tief unterhalb der verschneiten Erdoberfläche, geschützt durch eine zentimeterdicke Metallluke. Ich wusste nicht, was mich dort unten erwarten würde und ein Kribbeln in meinem Bauch machte sich breit, das ich zuletzt als Kind gefühlt hatte. Ich hatte im Vorfeld nie großartig darüber nachgedacht, aber nun wurde mir schlagartig bewusst, dass wir Menschen vieles als selbstverständlich betrachten. Notrufnummern, Gesundheits- und Sicherheitshinweise, sowie das Auge reicht, Freunde, Familie, Liebschaften, allesamt Faktoren, die uns glauben lassen, wohlbehütet zu sein. Plötzlich war es wieder da, dieses Bauchkribbeln, wie damals in der Schule, kurz vor einer Schlägerei, und die Gewissheit, dass mir dieses Mal niemand zur Hilfe eilen würde. Wow. Das habe ich mir notiert. Aber ich habe ja oben noch gar nicht alles gesehen. Sie klemmt und ich komme nicht mehr raus. Hier unten könnte, was weiß ich, nicht leben. Heldentaten sind nur etwas für Hollywood-Stars und Märchenerzähler. Ich riskiere doch nicht mein Leben. Sollte ich hier unten auf irgendetwas treffen, dann werde ich einen Kampf keine Sekunde überstehen. Vorsicht und heimliches Schleichen sind meine beiden einzigen Trümpfe, die ich in der Hand halte. Falls irgendjemand oder irgendetwas auf mich aufmerksam wird, sollte ich mich wohl besser verstecken und abwarten, bis die Luft wieder rein ist. Kriechen mit Steuerung links ermöglicht mir, mich gut in den Schatten verborgen zu halten. An dem blauen Schimmer, der mein Gesichtsfeld erhellt, das war das vorhin, erkenne ich, dass ich nicht gesehen werden kann. Außerdem darf ich keine Geräusche machen und sollte wohl auch besser jegliche Lichtquelle verbergen, die ich bei mir trage. Ich würde aber gerne schon nochmal nach oben, ich habe ja noch gar nicht alles gesehen. Am besten halte ich für ein paar Sekunden einfach still, so sollte ich mich gut im Dunkeln verstecken können. Wow, das war laut. Auf diese Art und Weise bin ich praktisch unsichtbar. Verhalte ich mich für längere Zeit ruhig, kann ich auch besser in der Dunkelheit sehen. Dieser Ort muss vor sehr langer Zeit entstanden sein, als noch Paraffinlampen benutzt wurden. Schaut aus, als ob immer noch genügend Saft übrig ist, um sie zu betreiben. Ja, dann nehmen sie doch mit. Feuerzeug habe ich nicht. Exit, da bin ich wahrscheinlich gerade. Oder ich komme vom Office. Nee, da ist ein kleiner Punkt. Ich stehe hier am Exit. Also links rum und einmal komplett links komme ich ins Office. Links rum geradeaus und links komme ich zu den Explosives. Rechts rum komme ich zum Storage. Und rechts rum geradeaus, rechts komme ich zum Workshop. Dann gehe ich doch mal als erstes zu diesem Office. Diese Musik, ey. So, das müsste das Office sein. Oh, Gänsehaut. Die Soundkulisse ist ganz schön krass. Der Text auf diesen Seiten ist unleserlich. Die Jahre der Feuchtigkeit haben ihnen arg zugesetzt. So viel Geschichte steckt in diesem Ort, von Menschen zu Papier gebracht, das nun hier verrottet. Was haben wir hier? Eine Flasche Bactrin könnte nützlich sein. Was zur Hölle ist Bactrin? Ein Bild eines britischen Soldaten, wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich nehme an, diese Mine wurde als eine Art Bunker benutzt. Aha. Ein Militärbericht aus dem Jahre 45. 15. August 1945. Kommandozentrale. Wöchentlicher Bericht. Eine weitere unbemerkenswerte Woche in Grönland. Reguläre Schiffslieferungen mit Vorräten erhalten, standardmäßige Notfallübungen durchgeführt, Routineüberprüfung des Rollfelds abgeschlossen. Aufgrund erhöhten Schneefalls habe ich die Wartungsmannschaft dazu aufgefordert, die Überprüfung künftig zweimal pro Woche durchzuführen. Ein Verletzter. Der verletzte Soldat soll der Zentrale in London kein Kopfzerbrechen bereiten. Während die Deutschen ihre Frontlinie um knapp 4000 Meilen vorverlegt haben, fertigten zwei meiner Männer in unserer Werkstatt Sprengsätze an und sprengten sich dabei einige Finger weg.
Für diesen Vorfall übernehme ich eine Teilverantwortung. Ich hätte Ihnen keinen Zugang zu der betreffenden Fachliteratur gewähren sollen, die wir in unserem Lagerraum aufbewahren und in der die Herstellung von Sprengsätzen beschrieben wird. Als Vorsichtsmaßnahme verwahre ich nun das Handbuch in einer Truhe in meinem Büro, sicher verschlossen, und trage den Schlüssel immer bei mir. Hinweis. Unnötig zu erwähnen, dass beide Männer ein Disziplinarverfahren erwartet. Der verletzte Soldat wurde mittlerweile für eine weitere medizinische Behandlung nach Hause geschickt. Ich kann mir nicht helfen, aber eine sinnvolle Bestrafung wäre gewesen, ihn weiterhin hier in der Einöde zu behalten. Diese Einrichtung hier ist derart abgelegen, ich schätze, der Krieg könnte enden und wir würden es nicht einmal erfahren. Bestellanforderungen: Dynamit für weitere Ausgrabungen, 7 Bajonette, in meinen Augen nicht notwendig, aber die Vorschriften besagen immer einen vollständigen Satz in Reserve zu haben, ein Eispickel, um das verdammte Eis zu entfernen, das sich ständig an der äußeren Luke bildet, eine Lesebrille, Kategorie 7C, diese ist für die eigene Verwendung bestimmt, meine Brille ist in einem schlechten Zustand und muss ersetzt werden. Die Instandsetzung der Mine schreitet gut voran, das Tragwerk wird derzeit weiter abgesichert, um vor potenzieller Beschädigung durch Bombardement geschützt zu sein. Die Freilegung der eingestürzten Bereiche dieser Mine wird ebenfalls fortgesetzt. Wir machten hierbei einen interessanten archäologischen Fund. Ein seltsames Artefakt, das im Erdreich verborgen war und von einem unserer Arbeiter entdeckt wurde. Ich werde mir das Ding heute Abend einmal genauer ansehen. Es wird von Menschenhand geschaffen und könnte dem Geräusch nach zu Urteil im Inneren bewegliche Teile enthalten. Ich werde die Frontabdeckung entfernen und überprüfen, wodurch dieser Lichtschein hervorgerufen wird, der aus dem Artefakt dringt. Unteroffizier M. Major. Ah, das ist es wohl. Krass. Ein altes Artefakt. Ein Mann, ein alter Mann, der etwas Unkenntliches in den Händen hält. Er wirkt fremdartig und doch ist er kein Fremder. Obwohl ich ihn nie zuvor gesehen habe, so weiß ich doch, dass dies Howard ist. Mein Vater. Was zur Hölle? Was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Oh. Gänsehaut. Ah, da ist der Schlüssel. Wahrscheinlich der zur Truhe. Copenhagen Post, Montag, 17. August 1930. Natürliche Psychopharmaka in der Todesmine? Fragezeichen. Forscher der Universität von Kopenhagen haben Vermutungen geäußert, dass bewusstseinsverändernde Chemikalien, die sich am Felsgestein ablagerten, die Ursache für die zahlreichen Selbstmorde in einer Mine in Grönland sein könnten. Die Universität, welche sich erst kürzlich durch eine Reihe revolutionärer Auszeichnete, zeigte ein erstes Interesse an den Arbeiten der nordwestlichen Bleimine im letzten Jahr. Stein des Anstoßes war die auffällig hohe Selbstmordrate in der grönländischen Bevölkerung innerhalb der letzten 100 Jahre, die sich auf 46 Selbstmorde pro 100.000 Einwohner beläuft. Verglichen mit Durchschnittswert von 29 Selbstmorden pro 100.000 Einwohner scheint dies alarmierend. Experten diagnostizierten bei vielen der Minenarbeiter paranoide Schizophrenie im Frühstadium. Die in den Felsen abgelagerte Lysergsäure, deren halluzinogene Wirkung erst kürzlich bestätigt wurde, könnte die Ursache für das ungewöhnliche Verhalten der Arbeiter sein. Zu den Vorfällen wollten sich nur wenige Einwohner äußern. Einige der Befragten hatten jedoch ihre eigene Erklärung parat. Wesenheiten, die von den Inuit als Tuan Guide bezeichnet werden und in den Bergen leben, hätten Besitz von den Arbeitern ergriffen. Die Universität führt derweil weitere chemische Untersuchungen durch. Weitere Ergebnisse werden demnächst erwartet. Aber das ist ja 1930, das ist ja 15 Jahre, bevor die Arbeiter hier stationiert wurden. Kann ich die anderen auch noch aufmachen? Ja. Da ist nichts drin. Und da ist auch nichts drin. Na gut. Die kann ich auch aufmachen. Erstmal unten gucken. Nichts. Wieder Ersatzbatterien. Und wieder nichts. Vielleicht reingucken.
Schreibmaschine. Diese Schreibmaschine wurde vor dem Zweiten Weltkrieg hergestellt. Made in Germany 1923. Ja, Mann, ich wollte ihn nur da ranstellen, nicht umwerfen. Nichts. Was ist das denn? Dörrfleisch. Boah, immerhin was zu essen. Und nochmal nichts. Vermoderte Holzregale. Die Feuchtigkeit muss wohl von diesem Gitter dort oben stammen. Der ganze Raum schwitzt förmlich. Licht. Ich vermisse es jetzt schon, unter freiem Himmel zu wandern. Dieser Ort setzt mir arg zu, doch selbst wenn ich das Gitter erreichen könnte, es ist tief in den Felsen eingelassen, keine Chance, es zu lösen. Ach so, da brauche ich den Schlüssel für. Das große Buch der Sprengstoffe, erschienen 1923. Kapitel 1.3 Lunte. Ungedeckte Stoppine. Die ungedeckte Stoppine ist die älteste, einfachste und zuverlässigste Art der Lunte, die auch heutzutage noch in der Pyrotechnik eingesetzt wird. Sie ist leicht herzustellen, da sie nur aus einem Faden und Schwarzpulver besteht. Warnung. Die benötigten Chemikalien hinterlassen Flecken auf Kleidungsstücken. Bei der Verwendung der folgenden Materialien ist mit äußerster Sorgfalt vorzugehen. Zur Herstellung werden benötigt ein Faden, vorzugsweise Baumwolle, 10 Teile Schwarzpulver, ein Teil Bakstrin, 30 Gramm Schwarzpulver reichen für knapp 0,5 Meter Lunte. Der Faden muss mit einer dünnen Schicht Bakstrin bestrichen werden, die als Haftmittel dient. Danach kann der Faden vorsichtig in dem Schwarzpulver gerollt werden. Vor ihrer Verwendung sollte die Lunte ein paar Minuten antrocknen. Kapitel 2.1 Dynamit. Erfunden von Alfred Nobel im Jahre 1866. Wird vom Baugewerbe, der Bergindustrie und für Abrissarbeiten genutzt und hat sich in der Anwendung deutlich zuverlässiger als Alternativsprengmittel wie zum Beispiel pures Nitroglycerin erwiesen. Wichtig hierbei ist vor allem die vorschriftsmäßige Lagerung, denn im Laufe der Zeit kann das hochexplosive und erschütterungsempfindliche Nitroglycerin, das durch Kieselgur gebunden und somit stoßunempfindlich gemacht wird, nässen und dadurch in seiner ungebundenen Form bei geringstem Kontakt explodieren. Zur Herstellung werden benötigt ein Teil Kieselgur, 3 Teile Nitroglycerin, eine geringe Menge Natriumcarbonat. Text unleserlich. Und dann in eine längliche Form rollen und in Papier wickeln. Kapitel 2.3 Trinitrotulvol, TNT. TNT wurde in 1863 von dem deutschen Chemiker Josef Wilbrandt entdeckt, benötigte aber einige Jahrzehnte, um sich weltweit durchzusetzen. Dies liegt zum einen an der komplizierten Handhabung, zum anderen an der geringen Sprengkraft verglichen mit anderen Sprengstoffen wie zum Beispiel Dynamit. Hauptsächlich wurde TNT damals von der deutschen Marine eingesetzt, um britischen Kampfschiffen massive Schäden zuzufügen. Mit TNT bestückte Torpedos hatten den Vorteil, erst nach dem Durchdringen der Schiffspanzerung im Inneren der Kriegsschiffe zu explodieren. Kapitel 2.6 Die Armstrong-Mischung. Die Armstrong-Mischung soll in diesem Buch einzig und allein der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Sie kursiert bereits seit langer Zeit als eine Art Legende in modernen Pyrotechnikkreisen und wird von erfahrenen Chemikern auch als Todesmischung bezeichnet. Die extreme Flüchtigkeit der Armstrong-Mischung macht eine praktische Anwendung quasi unmöglich. Zur Herstellung werden benötigt rotes Phosphat und Barium. Diese Mischung sollte vorsichtig und langsam angerührt werden. Calcium kann als Ersatz für eine bestimmte Menge Phosphat benutzt werden, um die Empfindlichkeit des Sprengstoffs zu verringern. So, was haben wir hier noch? Jetzt renne ich nicht mehr hier an allem vorbei. Ich habe ja wohl am Anfang echt den Fehler gemacht, direkt die richtige Höhle zu erwischen. Was haben wir hier denn? Schmerzmittel. Leer. Und nochmal Dörrfleisch. Kann ich jetzt was essen? Ich bin fit wie ein Turnschuh. Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch gar nichts essen. Eine Flasche Bakstrin könnte nützlich sein. Ja, jetzt wo ich die Anleitung habe für Dynamit, ist das wohl wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll. Gut, dann gehe ich erstmal wieder zurück zum Anfang. Zum Anfang, also zweimal rechts rum. Boah.